kann ich mal Turbo geben. Weißt du, jetzt weiß ich, warum du so ungeduldig warst. Nein, das liegt natürlich nicht daran, dass ich generell ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Der Unterschied ist, du warst auch ungeduldig bei den Stellen, wo du hättest wissen müssen, dass du langsamer sein musst. Ja. So, bei Kurven würde ich langsamer werden. Weißt du, das Level sieht echt aus, als würde es noch 1000 andere Wege geben, wo du lang fliegen kannst. Ja, das stimmt. Das Level sieht auch nach Rayman 3 aus. So wie jedes Level fast. Halt, dieses Level-Design kommt fast so genau so in Rayman 3 vor. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon so. Oh boy. Ich kann den Totenkopf allmählich nicht mehr sehen. Und das heißt was, wenn ich sowas sage. Ja, das stimmt. Okay, nein, ich kann sie mir nicht überleben. Schau, mir schaut. Oh. Sieht ein bisschen aus wie Fred. Ja, Fred ist tot. Oh. Hast du das nicht mitbekommen? Er wurde von seinem Crack 9 Liter umgebracht. Fred. Warum? Siehst du, er ist nicht dein bester Freund, weil mir hat er erzählt, dass er gestorben ist. Ja. Du bist vielleicht bester Freund mit dem Crack-Nachmieter, aber... Weißt du, ich weiß es. Ich bin der Crack-Nachmieter. Oh nein. Und ich glaube nicht, dass man es Nachmieter nennen kann, weil ich habe ihn umgebracht, um die Wohnung zu bekommen. Oh Gott. Aber wir haben doch gerade rausgefunden, dass ich den Nachmieter ausgesucht habe. Hast du es? Ja. Dann hast du mich ausgesucht. Und so sind wir beste Freunde geworden, Chris. Oh. Happy End. Oh fuck. Lass uns Fred in Ruhe Frieden ruhen. In Frieden. In Ruhe Frieden. Gott. Frieden. Die Steuerung lässt echt zu wünschen übrig. Weißt du, das Level könnte man halt wirklich zu Fuß gehen. Da war ja so ein Teil. Ja, genau. Ach komm schon. Weißt du, diese ganzen Totenkopfschilder, die da überall hängen, sind einfach noch so Werbeplakate. Für was? Weiß ich nicht, für die Piraten. Join the army. I want you. Ja, genau. For the robot army. Aber kann man es eine Armee nennen, weil es sind ja eher Piraten. Aber sie sind gleichzeitig auch, sie sind auch wie eine Armee, weil Klingenbart heißt ja Admiral Klingenbart. Ja, schon. Und nicht Captain Klingenbart. Eine Armee der Piraten. Du warst gerade schon mal dran vorbei an diesen Stangen, ne? Ich weiß, Chris. Ja, ich wollte nochmal mich versichern. Haftpflicht. Ich hab Hunger. Das ist, wenn man... Man braucht eine Haftpflicht, wenn man... wenn man was Böses machen will und man will wirklich dafür haften. Was? Ich kann mich gerade nicht gut konzentrieren. Gut, ist okay. Genug konzentrieren, um deinem Bullshit zuzuhören. Vielleicht ist es auch gut. Wer weiß. Ich bin nicht gut. Nein, du nicht. Ich bin super. Ich bin der... Pest. Pest? Ich bin die Pest. Oh. Ich fühle mich wie die Pest. Ich fühle mich momentan, als würde ich sterben. Oh Mann. Ein schönes Gefühl. Leute, ich kann euch eine Sache empfehlen. Ernährt euch nicht wochenlang nur von Pasta und Snacks. Pasta-Snacks? Egal, wie wenig Geld ihr für Essen ausgeben wollt. Geht einfach dreimal in der Woche essen. In einem ganz teuren Restaurant. Egal, wie wenig ihr für Essen ausgeben wollt. Nein! Oh, RIP. Das ist so unfair! Nicht mal ein Checkpoint zwischendurch. Mir ist schwindelig, Chris, und ich weiß nicht, ob es an meinem Hunger liegt oder daran, dass ich zu viel geatmet habe. Hör einfach auf zu atmen. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weine die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit gähnen muss. Und dann kommen immer so ein bisschen Tränen. Kennst du das? Kennst du das auch, wenn du das mit... Die Luft anhalten! Yes! Oh. Der Mama Laser. No!
Boah, das sieht jetzt aus wie Star Wars. Nein! Nein! Das ist wirklich ein Mainboard gewesen. Alter, die haben ja voll Hightech in dem Schiff. Ja, natürlich sind verdammt nochmal weltraumbereisende Roboterpiraten. Ja, was denkst du? Stimmt. Das habe ich vergessen. Allein schon die Tatsache, dass es Roboter sind, bedeutet, dass es Hightech ist. Wir haben noch nicht wir haben noch nicht mal richtig gut funktionierende künstliche Intelligenz. Natürlich ist es Hightech, Chris. Glaubst du, Elon Musk würde denen Konkurrenz machen? Nein! Nein! Verdammt nochmal, Elon Musk hat es noch nicht mal geschafft, auf dem Mars eine Kolonie zu bauen. Die haben mehrere Planeten eingenommen. Ich glaube, irgendwann schafft Elon das. Bleib stark, mein Freund. Bleib stark, auch wenn deine Idole dich hassen. Oh, nein. Ich rufe Elon eben an. Hallo, it's Elon. Warum ist Elon indisch? Warum ist Elon indisch, Chris? Heimlich ist er indisch, aber er probiert das immer zu disguisen. Alter, du hast gerade voll den Trick gemacht, weil du an eine Seite gefahren bist. Was? Waren diese Stangen anders gedreht, so kamst du einfacher durch die durch. Wirklich jetzt? Bitte kurz Ruhe. Ich bin die Ruhe. Ah! An der Seite? Was meinst du mit an der Seite? Es gibt keine Seite in diesem Level. Ja, du bist aber nicht so wie... Du bist nicht so, dass die Stangen von links nach rechts gehen. Mhm. Sondern du bist so durchgeflogen, dass sie von oben nach unten gehen. Und so bist du einfacher durchgekommen. Oh, okay. Ich hab dir nicht zugehört, Chris. Ich will dir nur helfen. Geh da gleich durch, dass die Stangen von oben nach unten gehen und nicht von links nach rechts. Dann kommst du da durch. Chris, ich kann gerade nicht mal denken, wo ich hinfliege. Ich kann nicht denken, dass ich irgendwie so fliege, dass die Stangen irgendwo anders sind, als sie sonst sind. Okay. Du schaffst das schon. Du lässt es gerade so aussehen, als könnte ich kontrollieren, wo die Stangen sind. Ja, als Mann kann man das nicht immer ganz kontrollieren, wo die eigene Stange ist. So, ja, so. Dass die von oben nach unten gehen. Oh. Dann kommst du einfacher da durch. Ja. Was man eigentlich nicht meinen sollte, weil man sieht breiter aus, als man hoch ist. Ja, das, Ich glaube, Raymond ist auch breit, so wie ich den fliege. Das hat wieder gedauert. Ja, es hat gedauert. Ich habe nur einen Buff-Raymond vorgestellt. Er ist doppelt breit. Ja. Boah, Buff-Raymond hat falsch! Hat halt nicht so den Effekt wie jetzt beispielsweise... Buff-Raymond hat einfach nicht so den Effekt, weil er keine Gliedmaßen hat. Ja. Er hat halt nur den Waschbrettbauch. Und vielleicht ein sehr definierte und sehr definierte... Kiefermuskulatur und Kieferknochen. Und Brustmuskeln. Und Brüste. Ja. Man-Boobs. Packs. Ja, du schaffst das irgendwie. Oh Gott. Chris, ich kann nicht mehr. Es ist schrecklich. Soll ich übernehmen? Nein! Siehst du? Oh. Erinnerst du dich noch an die Lion Cereals Werbung? Wo ist dann immer so das kleine Kind, setzt sich so an den Frühstückstisch, isst sein Lion Cereal und brüllt dann einfach alles zusammen mit seinem Löwenschrei? Ja, ja, ja. Ich wollte dieses Kind sein früher. Daher kommen die Aggressionsprobleme. Ich habe keine Aggressionsprobleme, Chris. Oh Mann. RIP Headphone-User. Richtig, RIP Headphone-User. Chris, erzähl mir etwas Schönes. Bitte erzähl mir nichts Anstößiges oder sonst irgendwas. Erzähl mir etwas Schönes. Irgendwas Wholesomes, bitte. Okay, ich habe gesehen, dass es Hunde gibt. Ja. Und die Hunde, die haben... Leute, guck mal, du musst dir vorstellen, du hast so einen richtig cuten Hund und du bist so in einem... Du bist so unterwegs. Und, ja. Nein, warte, ich habe was wirklich Wholesomes gelesen. Ja, okay. Erzähl aus Erfahrung, nicht aus Improv. Ja, okay, also. Und zwar habe ich gelesen... Chris, hast du es wirklich gelesen, oder? Ja, nein, ich habe es wirklich nicht gelesen. Und zwar war ein Typ beim Tierarzt. Und dann hat er da eine Frau mit einer ganz kleinen Katze gesehen. Und das ist wohl... eine Rasse, also eine Katzenart, die wohl sehr dumm ist, aber auch halt sehr süß. Und dann ist der Typ... ja.
Und dann ist der Typ zu der Frau hingegangen und hat halt gesagt, ja, ich kenne diese Katzenart und die ist mega cute, auch wenn die immer ein bisschen dumm sind. Und dann hat die Frau so richtig glänzende Augen bekommen, laut seiner Aussage, und hat nur gelächelt und hat ihm so gesagt, ja, ich weiß, er ist zwar noch nicht so, aber ich weiß, er wird sehr, sehr dumm werden, aber süß. Oh. Das war richtig cute. Oh. Nein! Nein! Diese oh. Stelle... Komm schon, das liegt nicht daran, dass ich schlecht bin. Jetzt mal ganz im Ernst, das Level ist schwer. Ihr habt es noch nicht gespielt, also ich kann das nicht beurteilen. Ich kann es dich mal versuchen lassen, aber ich will den Rest des Levels spielen. Ja, das wäre okay. Gut, dann versuch's jetzt nochmal. Wenn ich es jetzt schaffe, dann kann ich die Steuerung nicht zeigen. Ja, die Sache ist, ich müsste dann auch erst kurz einmal reinkommen, damit ich es wirklich beurteilen kann. Okay, dann komm rein. Komm rein, los. Okay, ja. Oh, das dreht sich so gut. Oh, ja. Es ist so verwirrend mit dem Drehen, oder? Oh, ich habe gerade auf die Audiospur geguckt und nicht da, wo Raymond hinfliegt. Oh ja, okay, ich verstehe. Es liegt, glaube ich, auch ganz viel an den Pfeiltasten. Ja, und es ist auch sehr abrupt. Ja. Also es ist sehr schnell. Er jankt in eine Richtung. So extrem, wenn man auch nur ganz leicht drückt. Oh, die Sache ist, beim Zuschauen sieht das nicht so aus, aber es ist schrecklich. Ich gebe dir noch 2 Versuche, okay? Oder 3. 3. 3 Versuche. Okay. Oh Mann. Oh Gott. Oh fuck. Also wenn ich plötzlich nicht mehr rede, bin ich ohnmächtig geworden, okay? Okay. Erzähl du was Wholesomes, während ich probiere, mich hier zu konzentrieren. Was Wholesomes? Ich hintergehe meine eigenen Tricks. Wusstest du, Enten, wenn sie schlüpfen, sehen sie ja das allererste, was sie in ihrem Leben sehen, als ihre Mutter an. Okay. Das nennt man, wie nennt man das? Imprinting? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn das Entenküken also einen Menschen sieht, dann sieht es den Menschen als seine Mutter an. Und will wie der Mensch werden. Das bedeutet, die Ente versucht auch, das Verhalten des Menschen irgendwie ein bisschen anzunehmen. Okay. Das bedeutet, wir könnten Enten sein, ohne es zu merken. Lol. Weil wir denken, wir sind Menschen, weil wir von einem Menschen großgezogen wurden. Aber sind wir denn wirklich ein Mensch? Sind wir nicht wirklich ein... Ich wollte was Wholesomes hören, nicht irgendwas, das meinen Kopf zerstört. Oh. Thank you.